Ich bin bei meinem nächsten Job angekommen, und zwar in den Allgäuer Werkstätten, und gucke mir hier den Beruf des Gruppenleiters an, oder vielmehr den Alltag. Behindertenwerkstätten haben in meinem Leben schon immer eine Rolle gespielt. Ich konnte mir nie so richtig genau vorstellen, was eigentlich dahinter steckt, einfach weil ich noch nie dazu gekommen bin, hinter die Kulissen zu gucken. Das darf ich jetzt hier endlich tun, das heißt, umso größer ist meine Vorfreude. Grundlegend kann man mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum Beispiel zum Ergotherapeut, Arbeitserzieher oder Heilerziehungspfleger Gruppenleiter werden und kümmert sich dann um die Betreuung und Förderung der Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen in den Werkstätten. Das gucke ich mir im Berufsbildungsbereich genauer an. Das ist die erste Anlaufstelle direkt nach der Schule, in der die Mitarbeiter einige Abteilungen durchlaufen, um Stärken, Schwächen und die Eignung für die Werkstätte herauszufinden. Besonders gefördert werden die Teilnehmer dabei in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Leistungsfähigkeit, dass sie danach im besten Fall einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachgehen können oder eben in der Werkstatt. Zum Beispiel in der Schreinerei, Montage oder sogar Wäscherei, meine nächste Abteilung. Hier wird die Wäsche für Kunden wie Hotels oder Lebensmitteleinzelhandelskunden gewaschen, gefaltet oder eben gemangelt. Weil die Gruppenleiter behinderte Menschen geistig und körperlich in ihrer Arbeitsfähigkeit fördern und fordern, sind vor allem Ergotherapeuten, Heilerziehungspfleger oder Arbeitserzieher gängige Berufe, um Gruppenleiter zu werden. Aber was ist denn das Besondere am Beruf des Gruppenleiters? Absolut besonders an meinem Beruf ist, dass ich jeden Tag mindestens einmal herzhaft lachen kann. Und für alle, die für die Arbeit in der Werkstatt nicht geeignet sind, gibt es die Alternative der Förderstätte. Hier geht es vor allem darum, bestehende und lebenserhaltende Fähigkeiten zu erhalten und auszubauen. Dafür haben sich die Allgäuer Werkstätten ein ganz besonderes Produkt ausgedacht, ein Anfeuersack für den Kamin, das sogenannte Ofensäckle. Die Produktion ist dabei in ganz viele kleine Arbeitsschritte unterteilt und ermöglicht damit jedem Teilnehmer, je nach Fähigkeit und Möglichkeit, tatkräftig mitzuarbeiten. Hier füllen wir zum Beispiel kleine Anzündpads mit Spänen. Jetzt wird das Säckchen verschlossen, kommt dann in das Ofensäckle, das mit Kleinholz befüllt wird. Das richtige Füllgewicht haben wir erreicht und damit ist das Säckle fertig und ich darf sogar eins mit nach Hause nehmen. Ich bin fertig mit meinem Job als Gruppenleiter in den Allgäuer Werkstätten und es war ein wahnsinnig faszinierender Job, der mich noch sehr lange begleiten wird. Und ich glaube, ein Zitat ist ganz wichtig, das habe ich heute gelernt. Und zwar hieß es hier ganz oft, der Job ist so besonders toll, weil es nicht einen Tag gibt, an dem man hier nicht richtig herzhaft lachen muss. Und dem Ganzen muss ich absolut recht geben. Ich glaube, ich habe hier nicht nur jeden Tag richtig herzhaft gelacht, sondern gefühlt jede halbe Stunde und gehe mit einem wahnsinnig erwärmten, freudigen Herz irgendwie nach Hause.